bei uns, wir kommen zum vorletzten Talk jetzt, glaube ich, und zwar Studierendenmitbestimmung wirksam, digital und krisenfest, Fragezeichen. Ich hatte den Eindruck, dass in Zeiten von Homeoffice, von Homestudying, viele Menschen, viele Studierende so ein bisschen hinten runtergefallen sind, also nicht wahrgenommen worden sind, irgendwie unsichtbar geworden sind und sich teilweise vielleicht auch ganz bewusst zurückgenommen, zurückgezogen haben. Und das ist natürlich ein Prozess, der problematisch ist und der auch gefährlich ist, wenn es um Mitbestimmung geht, wenn es um Verantwortung geht. Die Frage ist also, was müsste sich denn ändern? Wie müssten Strukturen an Hochschulen einfach anders aussehen, damit eben niemand verloren geht oder untergeht, vor Ort und digital? Und zwar eben gerade in Krisenzeiten. Genau, und deswegen möchte ich jetzt übergeben an Darius Danay und an sein Thema Studierendenmitbestimmung wirksam, digital und krisenfest. So, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich stelle dich noch kurz vor. Darius Danay studiert in Hannover im Master Politikwissenschaft und ist aktiv im FZS e.V., dem Freien Zusammenschluss von Studentinnenschaften hier bei uns in Deutschland. Genau. Los geht's. Danke. Perfekt. Genau, vielleicht einmal vorweg, mein Studiengang wurde ja schon genannt und wie ich heiße, aber dieses FZS, was ist das eigentlich genau? Für diejenigen, die uns noch nicht kennen, als Freier Zusammenschluss von Studentinnenschaften verstehen wir uns als Dachverband der Studierendenvertretung in Deutschland. Das heißt, die einzelnen Asten, Sture und andere Formen sind bei uns Mitglied. Es gibt immer wieder viele Aktive, die sich bundesweit in die Hochschulpolitik einbringen. Und daher vertreten wir jetzt knapp über 1 Million Studierende in Deutschland. Bundesweite Hochschulpolitik, wie funktioniert das, wenn es doch vor Ort so schwierig ist, wie wir den ganzen Tag gehört haben? Es gibt einfach viele Themen, die auch bundespolitisch besonderen Merkmal haben, auch trotz des Föderalismus in Deutschland. Dazu möchte ich euch erstmal ein bisschen was zum FZS vorstellen und dann wird es gleich mit der Präsentation, die ihr schon sehen könnt, dann weitergehen, welche Herausforderungen haben wir aktuell, und deswegen würde ich gerne mit euch über die Wirksamkeit sprechen, über die Frage der Digitalisierung der Hochschule, aber auch, was bedeutet das für digitales studentisches Engagement, und natürlich zuletzt ja die multiple Krisensituation, was macht das mit Studierendenvertretungen? Und da würde ich erstmal auf die Folgen von Corona eingehen und natürlich auch gerne am Ende einen Ausblick mit euch geben. Genau, also nochmal kurz zum FZS. Wir vertreten viele Studierende, wir sind in verschiedensten Gremien aktiv. Ich war im letzten Jahr im Vorstand, es sind immer viele Studierende da, die sich einbringen, aber es gibt wirklich eine Brandweite an Themen. Und bundesweit ist es zum Beispiel das Bundesausbildungsförderungsgesetz, das sogenannte BAföG. Das wurde reformiert, aber wir haben uns eingesetzt, wir haben Stellungnahmen geschrieben, wir haben aber auch mit den PolitikerInnen gestritten, wie können wir es wirklich so hinbekommen, dass Studierende eine Finanzierung haben, die ausreicht. Und wenn man sich das BAföG anguckt und dass nur 11% der Studierenden BAföG beziehen, dann muss man sagen, da sind wir noch nicht so weit, wie wir eigentlich sein wollten. Und das klang heute ja auch schon an vielen Punkten an. Wir beschäftigen uns aber auch mit Themen wie Wohnraum, dem Corona-Management und ganz aktuell natürlich der Frage von Energie- und Hochschulfinanzierung. Aber im FZS, wenn ihr interessiert seid, gibt es auch verschiedene Ausschüsse, wo wir inhaltlich arbeiten. Ob es die studentische Sozialpolitik ist, ob es Frauen- und Genderpolitik ist. Wir haben aber auch verschiedene Kampagnen. Und zu guter Letzt möchte ich sagen, dass in unserem Alltagsgeschäft vor allem die Repräsentation der Studierenden ganz oben steht. Also deswegen freue ich mich besonders, mit euch heute auch über Partizipation sprechen zu können. Und ich muss gestehen, ich habe auch einiges von heute schon mitnehmen können. Genau, dann starten wir jetzt mal mit der Präsentation und kommen zur Folie 2. Ach ja, Anfängerfehler. Genau, wie können wir inklusive, nachhaltig und partizipative Orte schaffen? Ich habe die Fragestellung einfach mal ganz dreist von der Website von Let's Talk Campus übernommen, weil ich sie so passend fand. Passend fand, um über die Wirksamkeit von Studierendenvertretungen zu sprechen. Was bedeutet es eigentlich, als Studierende mitbestimmen zu können und welche Herausforderungen werden uns da gesetzt? Und ich glaube, da wurde, wie gesagt, schon einiges gesprochen, aber ich freue mich, wenn wir am Ende von meiner Keynote darauf zu sprechen kommen. Vielleicht auch noch ein paar neue Beiträge aus dem Publikum, ob digital oder hier vor Ort hören. Genau, ich habe vor allem heute Morgen ganz viel mitgenommen zu den strukturellen Herausforderungen. Und ich glaube, dass es ja lange dauern wird, bis wir diese überwinden, so schwierig es auch gerade aktuell ist. Es ist unheimlich schwierig, neue Ansätze und vor allem neue Strukturen zu schaffen in einer Hochschule, die doch, ja, wie es so oft in der Bürokratie ist, sehr langsam arbeitet. Aber wir werden da dran bleiben und ich glaube, diese Fragestellung beschäftigt uns zu lange und wir sehen immer wieder, dass es zu wenig Gestaltungsspielräume gibt. Genau.
Ich hoffe, es können alle so einigermaßen die Struktur sehen, über die ich mit euch sprechen will. Wir haben jetzt vereinfacht bei uns im FZS mal überlegt, wie sind die Hochschulen eigentlich aufgebaut? Wir haben viel über Selbstverwaltung gehört. Es gibt einerseits die studentische Selbstverwaltung, über die möchte ich jetzt gerade gar nicht so viel sprechen, sondern über die akademische. Der Ort, wo wir zusammenkommen als Studierende mit den MitarbeiterInnen der Technik und Verwaltung, mit den MitarbeiterInnen der Wissenschaft und natürlich auch mit den ProfessorInnen. Und als größte Gruppe an der Hochschule sind wir Studierende natürlich immer wieder der Frage stellt, wo können wir mitbestimmen und wo nicht. Und ich glaube, wenn wir uns das mal zusammen anschauen, dann werden wir vielleicht feststellen, wo es doch immer noch Herausforderungen gibt. Ganz unten angefangen. Die Studierenden, das sind diejenigen, die dann die Wahl treffen, ob jetzt ihre Fachvertretung oder die Fakultätsebene. Dort wird dann teilweise auch mit weiteren Gremien wie in der Studienkommission über Lehre, über Prüfungsformate gesprochen. Diese Gremien sind teilweise, also vor allem die Studienkommission, 50-50 besetzt. Das haben wir auch in den Studierendenwerken gehört. Also hier gibt es Optionen, wo die Macht in Anführungszeichen so aufgeteilt wird, dass Studierende auch einen Handlungsspielraum haben. Und das ist ein großer Unterschied zu der darauf folgenden Ebene, dem Akademischen Senat. Und in diesem Akademischen Senat haben wir die Herausforderung, dass, es ist schon angeklungen, die professorale Mehrheit besteht. Aber was bedeutet das ganz konkret im Alltag? Das heißt, dass wir in den Kommissionen, in denen der Senat sozusagen inhaltlich arbeitet, oft gehört werden. Es wurde ja auch heute eben gerade in der Fischbowl, daran würde ich gerne anknüpfen, gesagt, bei uns funktioniert alles gut. Das glaube ich auch, aber man muss natürlich auch gucken, was können wir ändern oder noch weiter ausbauen, dass es nicht nur so ist, dass sich die Studierenden gehört fühlen, sondern dass man auch konkret sagen kann, diese Entscheidung wurde da getroffen, weil die Studierenden sie eingebracht haben und weil die Studierenden dafür gesorgt haben, dass sich hier was ändert. Und diese Beispiele höre ich sehr selten. Und das finde ich schade, weil wir Studierende, wir argumentieren viel, wir setzen uns damit auseinander. Wir studieren länger, um die Hochschule mitzugestalten. Und das ist etwas, was gewertschätzt werden muss. Da will ich auch gar nicht zu viel wiederholen, was heute schon gesagt worden ist, aber ich fand das sehr schön und würde es einfach gerne nochmal unterstreichen. Genau, um es der Vollständigkeit halber nochmal zu ergänzen, es gibt natürlich nicht nur den Senat, der eigentlich aus meiner Sicht das Zentrum der Macht in der Hochschule sein sollte, sondern auch das Präsidium und das Rektorat. Und diese haben doch oftmals mehr Handlungsspielraum, mehr Entscheidungsmacht, als ihnen laut Hochschulgesetz doch eigentlich zustimmt. Sie können oft im Senat Debatten mitbestimmen und beeinflussen. Und diese Positionen, die haben wir Studierenden einfach nicht. Und das ist natürlich eine wichtige Fragestellung in der Wirksamkeit der Studierendenmitbestimmung. Und deswegen ist es natürlich wichtig zu schauen, gibt es Optionen, studentische Prorektorin ist heute schon gefallen, gibt es andere Optionen, um auch im Präsidium mitzuwirken. Und ich finde es sehr löblich, wenn der regelmäßige Austausch mit den Studierenden gesucht wird, aber wir müssen auch langfristig gucken, wo kann man Hochschule umgestalten, wo kann man auch größere Entwürfe und Veränderungen mal diskutieren, in einem Raum, wo nicht sofort geschrien wird, das unterdrückt die Wissenschaftsfreiheit. Es geht natürlich darum, die Wissenschaftsfreiheit zu schützen, aber warum sollten wir Studierende, die an der Universität sind, die mitbestimmen wollen, denn diese Freiheit untergraben wollen? Das ist doch gar nicht unser Ansinn. Wir wollen mitsprechen und mit aktiv bleiben. Genau, und zu guter Letzt, bevor ich euch noch weiter mit diesem Diagramm, mit dieser Struktur beschäftige, es gibt noch den Hochschulrat, um das vollständig halber zu sagen, teilweise auch Stiftungsrat. Und da ist es so, dass Externe die Hochschule mit organisieren und auch das Präsidium beraten sollen. Und mit Glück sind hier Studierende in beratender Funktion dabei, aber auch wieder hier haben sie kein Stimmrecht. Um das nochmal aufzuzeigen, also es gibt eine Gruppe von Externen, die mehr in die Hochschule mit einbezogen werden als die Studierenden vor Ort. Und dafür gibt es ein extra Gremium. Und dann muss man sich nicht die Frage stellen, warum Studierende vielleicht irgendwann vielleicht kein Interesse mehr haben oder keine Zeit mehr opfern wollen, mitzugestalten, obwohl sie jeden Tag dort sind. Genau. Und das bringt mich auch zum nächsten Teil, und zwar zur Wahlbeteiligung. Die Wahlbeteiligung, und da werden diejenigen, die hier als StudierendenvertreterInnen sitzen, sich fragen, gut, warum erzählt er denn jetzt, dass die Wahlbeteiligung oft so niedrig ist? Das schadet uns doch vielleicht. Aber ich möchte damit zeigen, dass es ein Symptom ist von einem Problem, über das wir eigentlich ja schon den ganzen Tag hier sprechen. Dass es auch gut ist, dass da endlich mal drüber gesprochen wird. Aber nur weil es eine niedrige Wahlbeteiligung gibt, heißt es ja nicht, dass die Studierenden sozusagen nicht aktiv werden. Das heißt nicht, dass sich nicht viele sozusagen tatkräftig einsetzen würden, dabei zu sein. Es zeigt nur auf, und das ist sozusagen der zweite Punkt, den ihr sehen könnt, dass viele Gremien wenig mit Studierenden besetzt sind, dass sie wenig gehört werden. Wenn ich mir überlege, ich würde jeden Tag 5 Stunden in was investieren, ohne am Ende einen großen Outcome zu merken. Wenn man jetzt wirklich nochmal irgendwie über diese wirtschaftlichen Aspekte dabei reden möchte, wenn das irgendwie der Anreiz sein soll, das ist nicht meine Überzeugung, aber wenn es so sein sollte, dann habe ich natürlich irgendwann am Ende nichts davon und mache nicht mehr mit. Und so kommt man in einen Teufelskreis. Und dieser Teufelskreis, der wurde aus meiner Sicht auch heute schon in einer anderen Keynote sehr gut beschrieben, dass man
gar nicht mehr lernt, von der Demokratie zu profitieren, gar nicht mehr lernt, mitgenommen zu werden. Und eigentlich ist doch Hochschule der Ort, wo wir mal Verantwortung üben können, wo wir mal mitgenommen werden können. Und das passiert nicht. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass Studierendenvertretungen unter einer niedrigen Wahlbeteiligung leiden, dass sie vielleicht deswegen auch nicht ernst genommen werden, dass auch ProfessorInnen sagen, ja, es geht ja bei euch keiner zur Wahl, dann sollte das nicht mehr berücksichtigt werden, was ihr hier sagt. Könnt ihr überhaupt diesen Vertretungsanspruch haben? Und ich sage ganz klar, das können wir und das müssen wir, weil sonst gibt es irgendwann gar keine studentische Vertretung mehr. Und dann bin ich wirklich gespannt, was wir in ein paar Generationen gesamtgesellschaftlich entleben. Weil wenn nicht die Hochschule die Vorreiterrolle übernehmen kann für Demokratie, welchen Organisationen sonst? Denn damit sind sie auch gegründet worden. Ich habe in Lüneburg studiert, das war eine Universität, die auf einem Kasernengebiet steht, ein Ort mit NS-Vergangenheit. Hochschulen sind besonders und mit wichtiger Auftrag dahin gebaut worden, um Demokratie zu fördern und das dürften wir auf jeden Fall nicht vergessen. Um diese Folie noch am Ende einmal vollständigkeitshalber vorzustellen, das Ziel sollte natürlich sein, dass auch Interessen von Studierenden gehört werden. Und wenn diese Ziele von Studierenden nicht gehört werden, dann wird es immer so weitergehen, dass weniger Studierende aktiv sind. Und das macht mir persönlich Sorge. So, jetzt habe ich natürlich auch die klassischen Probleme mit der PowerPoint, aber es ist bestimmt gleich gelöst. Perfekt. Das ist der erste Cut gewesen. Ich hoffe, ich habe euch bisher noch nicht verloren. Es ging bis jetzt um die Wirksamkeit von Studierendenvertretungen. Das war vielleicht auch ein bisschen Wiederholung von heute, aber ich konnte ja nicht ahnen, dass so viele andere tolle Menschen so gute Gedanken mitbringen. Jetzt soll es um die Digitalisierung in der Hochschule gehen. Ja, was bedeutet Digitalisierung in der Hochschule oder in der Hochschulpolitik? Ich glaube, in der Hochschule, da habt ihr alle konkrete Gedanken, aber ich würde noch mal kurz auf die Hochschulpolitik kommen, weil die Hochschule beeinflusst uns und wir suchen als Studierendenvertretung immer den Ort, wo wir die Studierenden erreichen und mitnehmen können. Und der Ort ändert sich natürlich, vor allem die Parameter, wenn es online ist. Das heißt, was haben wir in der Corona-Zeit als Studierendenvertretung erlebt? Erstmal ganz viele Online-Sitzungen. Wir waren zu Hause, wir waren isoliert und wir hatten wirklich Schwierigkeiten, die Erstsemester zu erreichen. Es gab so wenig Identifikation mit der eigenen Hochschule, dass sich ganz viele gar nicht mehr in die Initiativen, in die Kneipentouren, die es ja eh nicht geben konnte, in die Online-Spielenabende, lasst es mich korrigieren, oder sonst wo eingebracht haben. Wir haben eine riesige Lücke, ein Defizit an Engagement an den Hochschulen. Und diese Online-Sitzungen, die wir da erlebt haben, die haben darüber gesprochen, wie können wir das ändern, wo können wir ansetzen. Und wir sind alle zu dem Gedanken gekommen, wir müssen wieder zu dem Präsenzcampus. Und es ist schön, dass es jetzt dieses Semester weitestgehend wieder klappt. Aber das stellt uns natürlich vor Herausforderungen. Aber ich will jetzt nicht nur die negativen Punkte erwähnen, ich will darüber sprechen, dass man gut sich vernetzen kann und zusammenarbeitet, dass man auch landes- oder bundesweit Hochschulpolitik machen kann, dass man Plattformen wie zum Beispiel das FZS-Hopo-Portal, da mache ich auch gerne mal Einwerbung, das über WeChange Open Source mäßig läuft, sozusagen ganz viele Studierende bundesweit vernetzt. Wir haben Gruppen, Projekte, da arbeiten wir an verschiedensten Themen, andere Initiativen arbeiten da auch mit. Und ich glaube, diese Vernetzungsarbeit und diese Zusammenarbeit kann auch ein guter Pluspunkt für Hochschulpolitik sein. Und als dritten und letzten Punkt möchte ich das Campus-Management-System nennen. Das gibt es ja in verschiedensten Ausführungen von verschiedensten Anbietern, aber das wird immer mehr eine Rolle spielen, auch für die Hochschulpolitik, nicht nur für die Hochschule an sich. Weil wir als Studierende, das habe ich ja schon gesagt, und als Studierendenvertretung werden viel mehr in diesen Systemen sein. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir hier mitsprechen können. Wie werden diese Systeme ausgestaltet? Wie können Studierende da sich einerseits zurechtfinden? Brauche ich wieder 5, 6 Accounts oder ist es ein ganzes System, was mir vollständigkeitshalber alles bietet, was ich brauche? Also einmal diese Nutzerinnenfreundlichkeit, aber darüber hinaus natürlich, kann ich mich darüber vernetzen oder nicht unbedingt wird ein Keil durch die Studierendenschaft getrieben, wenn alles nur noch online ist, sondern wo können wir wieder Räume schaffen, dass wir zusammenarbeiten können? Ich glaube, das ist mir ein wichtiges Anliegen bei der Digitalisierung. Ein Thema habe ich ausgelassen mit Absicht, digitale Hochschulwahlen. Da will ich jetzt auch gar nicht mehr zu sprechen kommen. Das dauert zu lang, das auszudiskutieren. Aber ich glaube, es wird immer wieder ausprobiert und teilweise funktioniert es besser, teilweise schlechter. Okay. So viel zum Thema Digitalisierung. Ich glaube, da hätte man wirklich mehr zu sagen können. Ich muss zugeben, ich bin auch nicht der Digitalisierungsexperte, sondern versuche mich eher sozusagen in der Präsenzhochschulpolitik einzubringen und war auch so ein bisschen erstmal ja, überrascht von diesem ganzen Digitalen, was es da so gibt. Aber ich denke, da lernen wir alle stetig weiter. Gut, jetzt kommen wir zum Thema Krisenfest. Ich finde das super schwierig, das festzumachen. Ich habe natürlich meine eigenen Erfahrungen. Aber wir haben uns dann überlegt,
Wie geht es den Studierenden gerade eigentlich? Was können wir als bundesweite Studierendenvertretung eigentlich machen, ohne zu wissen, wie es den Studierenden geht? Und das ist natürlich eine Aufgabe, die man sich überhaupt nicht stellen sollte, sondern überlegen, wie kriegen wir Erfahrungswerte zusammen? Wir haben das jetzt einfach mal versucht, wissenschaftlich, in Anführungszeichen, so gut es geht, auch spontan umzusetzen. Das heißt, es gab eine Umfrage, die wir gemacht haben, bundesweit. Es haben über 7600 Studierende mitgemacht, also auch gar nicht so wenige. Danke an alle, die dabei waren. Und bei dieser Umfrage ging es darum, im Zeitraum von Dezember bis Januar, also von 21 auf 22, zu fragen, wo drückt der Schuh und vor allem, wie können wir den Studierenden helfen? Und ja, dadurch, dass das 30 Seiten geworden sind, ich kann nicht ganz mit den 80 Seiten mit dem Hochschulgesetz mithalten, habe ich jetzt nur 4 Diagramme mitgebracht und möchte einfach nur ein paar Eindrücke mitbringen. Ich glaube, einiges davon habt ihr auch schon gehört oder habt euch vielleicht auch mal eingelesen. Wie gesagt, es ist jetzt auch keine Umfrage, die alles abgedeckt hat, aber die erste Frage, ja, digital oder Präsenz, muss man nicht immer gegeneinander ausspielen, wollte ich auch gar nicht mit dieser Frage, bloß es war uns einfach wichtig herauszufinden, wie haben denn die Studierenden die digitale Lehre erfahren und in welchem Verhältnis setzen sie das zur Präsenz, und erwartbarerweise 37% haben gesagt, eher schlechter, 16%, fast 17% sogar viel schlechter. Und das bedeutet für uns natürlich einerseits, wir müssen an den digitalen Elementen arbeiten und andererseits vor allem die Präsenzlehre in den Fokus stellen. Studierende haben angegeben, dass sie Herausforderungen durch Corona erlebt haben. Oh Wunder. Aber ganz interessant, das war jetzt eher so eine strukturelle Frage, wie kann man in den Hochschulen aktiv sein, haben ganz viele gesagt, wir brauchen mehr Räume, wir brauchen mehr Begegnungsorte und wir haben einfach auch keinen ruhigen Ort zu arbeiten. Also diese Vereinbarkeit von, ich habe mein WG-Zimmer, ich habe meinen Essensraum, ich habe meinen Schlafraum und irgendwie noch Uni und Arbeitsplatz an einem Ort und das alles irgendwie auf 12 Quadratmetern. Da erzähle ich euch nichts Neues, das weiß ich, aber es ist immer wieder wichtig hervorzuheben, dass die Hochschule, und da müssen wir uns auch Räume erkämpfen, für Studierende da sein muss und vor allem jetzt auch in diesem Winter, um das nochmal an die politischen EntscheidungsträgerInnen zu adressieren. Und Studierende haben auch, finanzielles war ja schon Thema heute, Geldsorgen. Viele haben gesagt, ja, fast 18%, ich verdiene weniger. Ein bisschen mehr als 7% haben gesagt, ich habe gerade gar keine Einkünfte mehr zu dem Zeitpunkt. Und 5,6% haben gesagt, ich habe dadurch, dass meine Eltern weniger Einkünfte haben, auch weniger. Das heißt, unser Studium ist ja oft immer abhängig vom Elternhaus oder vom BAföG oder wie auch immer. Und da kommt vieles zusammen. Aber das nochmal ganz klar zu sehen, dass ein Großteil, 30% der Studierenden einfach viele Geldsorgen hat, das hat der Paritätische auch festgestellt, 30% der Studierenden leben in Armut, das ist einfach etwas, womit wir uns beschäftigen müssen und wo auch die Hochschulen Verantwortung tragen. Und als letzte Grafik aus diesem Feld unserer Umfrage möchte ich nochmal auf die psychische Belastung eingehen unter Studierenden, und da haben 43% gesagt, ich konnte nicht gut mit meiner psychischen Belastung im letzten Semester umgehen. Und das zeigt uns einerseits, das wurde heute schon gefordert, Studierendenwerke müssen besser finanziert werden, damit psychologische Beratungsangebote gestärkt werden, aber auch, dass hier die Hochschule vielleicht schauen muss, können wir nicht auch noch Kurse leisten? Können wir nicht noch auch mehr Angebote schaffen? Genau, in diesem letzten Teil von der Frage der Krisenfestigkeit der Studierendenvertretung möchte ich nochmal auf die Taskforce im Bereich Corona oder Krisenstäbe eingehen. Die wurden auch schon genannt, in der Fishbowl eben gerade. Und wir haben damals eine Umfrage gemacht, Juli 2020, also sehr früh. Wie viele Studierenden sind denn überhaupt dabei? Die Studierendenvertretungen haben uns geantwortet aus nur 29 Hochschulen, also wirklich nicht repräsentativ. Aber die haben gesagt, ja, also 12 bei uns, ja, die hatten irgendwie eine studentische Beteiligung und 7 nicht. Also man kann da sagen, ja, eigentlich doch gar nicht so schlecht die Quote. Aber das ist natürlich eigentlich Bier Minimum. Also wir sind hier auf einer Stelle, wo wir irgendwie sagen, man möchte miteinander sprechen oder halt auch nicht, und dann ist es auch eine gewisse politische Entscheidung, Studierende da rauszuhalten in so einer Krisensituation. Also Studierendenvertretungen arbeiten, sie sind in gewisser Weise krisenfest, weil sie den Betrieb am Laufen halten, weil sie sich für ihre Mitstudierenden einsetzen, aber werden dann nicht beteiligt. Und das zeigt auch diese Grafik ganz drastisch. Hier haben über 20% gesagt, ja, wir werden überhaupt nicht in strategische Entscheidungen mit einbezogen. Und nur eine Studierendenvertretung hat gesagt, ja, wir werden damit einbezogen. Das ist natürlich eine riesige Lücke, die uns schockiert hat. Genau, und als letzte Grafik, sorry, ich bin ja gerade so ein bisschen durchgehasst, aber ich wollte euch da nur ein paar Stichpunkte mitgeben. Genau, die Verhältnisse zur Hochschulleitung. Haben die sich geändert durch Corona-Taskforce? Wurde das Verhältnis besser oder schlechter? Hier gibt es tatsächlich gemischte Antworten. 12 sagen gleich gut, 5 sagen
besser und 4 sagen gleich schlecht. Das ist natürlich auch erstmal ein Statement. Wenn die Mitbestimmungsstruktur, wenn das Verhältnis zur Hochschulleitung eh schon schwer belastet ist, ist es natürlich in Krisen vielleicht schwieriger, sich zusammenzuraufen und vielleicht auch über personelle, ja, ich sag mal, Schwierigkeiten hinwegzusehen. Wozu hat das alles geführt? Womit wollte ich euch eigentlich heute so beschäftigen? Was nun, der Ausblick? Das sind viele wichtige, große Fragen. Da bin ich eigentlich gespannt auf euren Input, auf eure Fragen gleich. Ich habe mir dazu Gedanken gemacht. Da muss ich einmal kurz auf meinen Zettel nochmal gucken. Kleinen Moment. Genau. Also das Was nun, das bedeutet für mich auf jeden Fall, dass wir die Informationen und Daten, die wir heute gesammelt haben, weitertragen müssen. Es sind viele hier, es sind viele dabei und ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit, sich hier nochmal zu vernetzen. Aber es hilft natürlich nicht, wenn das in diesem Raum verhallt. Wenn Sie als Hochschulleitung, wenn Sie als ProfessorIn hier sind, dann habe ich das Gefühl, Sie haben durchaus Interesse, mit uns in den Kontakt zu kommen. Aber wir müssen natürlich diejenigen erreichen, die sich nicht damit auseinandersetzen, die sich nicht die Freizeit nehmen oder die nicht sagen, Studierenden sind mir sozusagen so wichtig, dass ich ihnen auch Macht abgeben möchte, dass ich die Hochschule als Gestaltungsraum sehe. Und ich glaube, die müssen wir überzeugen, da müssen wir weiter gute Argumente liefern und am Ball bleiben. Aber was wir auch schaffen können, ist, mit Erfahrungsberichten noch aktiver zu sein, uns einzubringen und vor allem als Studierende laut zu sein. Denn es ist ja auch unsere Hochschule und unsere Chance, da aktiv zu sein. Und ein kleiner Nachtrag, bevor ich dann auch gleich zum Ende komme. Es gab jetzt vor ein paar Tagen noch neue Umfrageergebnisse aus Hildesheim, von einer sehr breit angelegten Studie aus dem Sommersemester 22. Die sind dann natürlich aktueller als die Fragen, die Daten, die ich euch gerade erzählt habe. Aber dadurch die PowerPoint schon fertig, tut mir leid. Da wurde auf jeden Fall einmal festgestellt, dass es einen Unterschied in der Belastung vom Studienformat gibt. Also diejenigen, die digital, rein digital studieren, haben mehr Belastung erfahren als diejenigen, die teilweise Präsenz hatten. Das ist, glaube ich, ein interessantes Learning. Und als zweiter Punkt, den ich euch mitgeben will aus der Studie, ist, dass sich natürlich viele Studierende auch mit Blick auf die Energiekrise und vor allem halt auch auf Corona weiter Sorgen machen, auf was kann ich mich in der Hochschule verlassen und wo wird Gewissheit gegeben. Denn es braucht einfach einen Fahrplan für Hochschule in Krisen und den können wir nur gemeinsam gestalten und da müssen wir mitgenommen werden. Das finde ich, glaube ich, auch ein ganz schönes Schlusswort aus meiner Seite jetzt, von meiner Stelle aus. Und genau, freue mich auf eure Rückfragen und möchte euch noch anbieten, mit uns in den Austausch zu kommen. Deswegen hier einmal unsere E-Mail-Adresse info@fzs.de. Folgt uns gerne auf Instagram, Twitter, wo auch immer. Und wenn ihr mir persönlich eine E-Mail schreiben wollt, da ist auch noch meine persönliche E-Mail-Adresse beim FZS. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und eine gute weitere Tagung. Ja, vielen, vielen Dank. Hier auch nochmal der Aufruf an alle im Raum, stellen Sie gerne Fragen, stellt gerne Fragen und auch an alle, die uns jetzt von wo auch immer aus zuhören, stellt gerne weitere Fragen. Ich hätte hier schon mal ein paar, und zwar, und was ich auch noch sagen wollte, die Studierendenbefragung in Corona-Zeiten, die du uns auch gerade gezeigt hast, da haben wir jetzt den Link gerade in den Chat gestellt, also die kann sich, können Sie sich alle nochmal genauer anschauen. Genau. Die Frage wäre jetzt, was waren denn so die Maßnahmen oder die Ideen, die ihr aus dieser Befragung heraus entwickelt habt? Also wie seid ihr vorgegangen mit dem Wissen, das ihr dann hattet? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, heute von Hochdruck wurden ja schon einige Forderungen gestellt. Ich habe es jetzt nicht so konkret gemacht. Wir haben damals dann mit der Umfrage vor allem die Kultusministerinnenkonferenz adressiert und da auch ein Gespräch gehabt. Das war sehr erfreulich. Und einerseits unser Solidarsemester vorgestellt. Das war vor allem in Corona-Zeiten das, was uns als Kampagne begleitet hat. Das heißt, einerseits erstmal Ausbau der psychologischen Beratungsangebote. Da gibt es einfach einen hohen Bedarf. Den gab es auch schon vor der Corona-Pandemie. Die hat nochmal vieles verstärkt. Und die Wartelisten sind so weit voll gewesen, dass die Studierendenwerke gesagt haben, wir können gar keine Beratung mehr anbieten. Und das ist natürlich sehr fatal. Das heißt, da vor allem sozusagen in aktiven Notlagen Angebote schaffen. Dann der zweite wichtiger Punkt war uns, vor allem aus der Umfrage zu lernen. Das heißt, Konzepte der Lehre abzustimmen, mit den Studierenden zu sprechen. Was ist denn jetzt gut für euch? Was passt zu eurem Alltag? Da können wir auch nicht für eine Hochschule sprechen, wo ganz viele PendlerInnen sind, die vielleicht einen ganz anderen Bedarf haben als jetzt bei mir in Hannover, wo sehr viele vor Ort wohnen. Das sind sehr viele Unterschiede. Da möchten wir jetzt nicht von oben herab sagen, das ist das Modell und das funktioniert überall. Und als dritten und letzten Punkt möchte ich nochmal nennen, dass es natürlich einfach auch mehr Mittel für die Hochschulen braucht.
Das heißt, sowohl die MitarbeiterInnen brauchen gute Arbeitsverträge, dass sie sich darauf konzentrieren können, also eine Endfristung. Und darüber hinaus brauchen wir natürlich, wenn wir von Digitalisierung sprechen, auch Gelder vor Ort, um Endgeräte bereitzustellen und vor allem halt auch ja, Ungleichheit in der Bildung zu überwinden. Dankeschön. Du hattest vorhin auch die Wahlbeteiligung bei den Hochschulwahlen angesprochen. Also wir wollen auch gar nicht jetzt zu weit drauf eingehen, aber ich meine, eine Stellschraube wäre natürlich, dass einfach, dass man das Gefühl hat, man wird auch wirklich gehört, um diese Wahlbeteiligung zu erhöhen. Aber was waren denn aus deiner Sicht weitere Möglichkeiten, um das zu erhöhen? Ja, da haben wir uns schon sehr viele Gedanken zu gemacht. Ich glaube, es funktioniert auch immer wieder. Also wir haben gerade wirklich das Problem, dass die Identifikation so niedrig ist mit der Hochschule. Und wir haben ja gelernt, es ist sehr wichtig in der Demokratie, dass man das Gefühl hat, Entscheidungen mittreffen zu können und gehört zu werden. Also dass es sich am Ende auch sozusagen nicht für mich selbst lohnt, sondern dass es eine Wirkung hat. Und ich glaube, das den Studierenden zu vermitteln, ist eigentlich gar nicht schwer, wenn man es halt ermöglicht. Und dann andererseits wirklich die Wahlen auch in den Fokus zu setzen, dass die Hochschulleitung vielleicht auch mal unterstützt aufzurufen, dass man vielleicht auch mal in den Vorlesungen sozusagen nicht immer nur die einzelne Studierendenvertretung, die irgendwie als eine Person in jeder Vorlesung versucht aktiv zu sein, sondern dass man da von den ProfessorInnen vielleicht auch mal den Hinweis bekommt, wählen zu gehen. Ich glaube, das sind Punkte, wo man zusammenarbeiten kann, weil das ja auch die Hochschulgemeinschaft voranbringt. Und als letzten Punkt, Hochschulwahlen funktionieren ganz gut, wenn besondere Entscheidungen anstehen. Bei mir in Lüneburg, bei meiner Bachelor-Uni, war es vor allem, wenn es um Semesterticket ging. Da haben immer ganz viele dann mitgemacht. Also quasi, wenn es wirklich Themen sind, die alle auch wirklich ganz persönlich betreffen, ne? Ja. Dann vielleicht eine Frage noch. Und zwar, du hast gerade schon angesprochen, alle Lehrenden, die hier sind, ja, die irgendwie an der Hochschule mitentscheiden können, die werden auch eh schon in ihrem Alltag dieses Mitentscheiden der Studierenden leben und die Partizipation sehr hoch schätzen. Aber du hattest ja auch die erwähnt, die man erstmal überzeugen muss. Wie, mit welchen guten Argumenten kann man das denn, wenn die eigentlich der Ansicht sind, dass es alles gut ist, so wie es ist? Ja, ich würde denen dann gerne mitgeben, dass sie nochmal an ihre eigene Studienzeit nachdenken, wo sie sich vielleicht auch mal geärgert haben, dass nicht das Thema dran kam oder dass es doch super schwierig ist, diesen Raum zu finden oder es gibt irgendwie viel zu wenig Stühle und eigentlich habe ich doch Interesse an der Veranstaltung mitzumachen, aber ich habe irgendwie die Anmeldefrist gerade verpasst oder bin auf einer Warteliste. Also ich glaube, jede Person kennt Probleme in den Hochschulen und da vielleicht nochmal die ProfessorInnen zu adressieren, ja, vielleicht auch mal frischen Wind zuzulassen und die Studierenden nicht an die Hand zu nehmen, sondern sich selbst artikulieren zu lassen. Ich glaube, das sind wirklich Unterschiede und da kann man die ProfessorInnen bestimmt erstmal überzeugen. Aber was es dann in der konkreten Auswirkung sozusagen mit sich bringt, das entscheiden die leider, weil sie haben die Mehrheit. Und das wird sich auch vermutlich so schnell nicht ändern. Deswegen, ich bleibe da sozusagen halb optimistisch und möchte sie einfach daran erinnern, wie wichtig Beteiligungsstrukturen sind. Und dann ist es natürlich so, Peer-to-Peer funktioniert immer super. Also die ProfessorInnen, die schon darauf achten, können natürlich auch noch mit ihren KollegInnen sprechen. Ich will jetzt keine verpflichtende Schulung dazu machen, weil das würde eh nicht angenommen werden. Vielen Dank. Das war doch jetzt auch nochmal ein schönes Schlusswort. Danke dir. Danke auch nochmal fürs Beantworten der Fragen jetzt am Schluss. Wenn es noch weitere Fragen gibt, du bist doch eine Weile hier, vermute ich mal. Genau. Also vielen, vielen Dank.